Willkommen zurück zu Lost Judgment. Ich bin euer Firubo und wir sind gerade in Komorocho angekommen und unser Telefon klingelt. Okay. Oh, okay, das kommt, kommt selten vor. Minato-chan ruft, Minato-chan ruft mich, ruft an. Er hasst es zu telefonieren. Ja, hallo? Yagami, was machst du gerade? Der Mansei-Wettbewerb, der. Oh. Ganz ruhig, was ist denn los? Naja. Wenn wir auftreten wollen, müsste es sofort sein. Was? Hä? Bitte was? Nein, im Ernst, was? Du meinst, wir müssen auf die Bühne jetzt? Hoi. Ja. Ich meine, wir müssen es nicht machen, aber, oder so. Aber es ist gerade plötzlich ein Platz frei geworden und sie haben gesagt, sie geben ihn uns. Und ich weiß, dass du selber genug um die Ohren hast, Jeremy. Also kein Problem, wenn du nicht kannst oder willst. Ich kann einfach absagen. Warte mal, vergiss mal kurz mich. Was ist mit dir, Minato-chan? Willst du heute Abend auftreten? Ich glaube schon, ja. Ich habe zwar panische Angst, aber es ist mir auch total peinlich. Aber ich glaube auch, dass es meine beste Chance ist, diesen ersten Schritt zu machen. Aber dann fällt mir wieder die Angst ein. Und Minato-chan gibt echt ihr Bestes. Und dieser Mansei-Wettbewerb ist eine tolle Chance. Wer weiß, wenn sie mal wieder seinen bekommt. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihr helfen kann. Minato-chan. Minato-chan? Gehen wir auf die Bühne, sobald ich bereit bin. Glaub mal nicht, du schaffst das alleine. Gehen wir auf die Bühne, Partner. Gehen wir auf die Bühne, Partner. Yes. Gehen wir auf die Bühne. Was? Bist du sicher? Oh. Klar. Du willst doch vorankommen, oder nicht, Minato-chan? Außerdem wird das sicher ein Spaß. Yagami-san, vielen Dank. Ich werde versuchen, dich nicht zu enttäuschen. Hey, wir machen das immerhin zusammen. Also, wo bist du jetzt? Ich bin gerade mit dem Taxi nach Komorocho gefahren. Ich bin am Südende der Tenkaichi Street. Dann treffen wir uns da. Ob wir uns als Team hingehen können. Okay, ich muss mich zum Eingang jetzt zum Tenkaichi Street mit mir natürlich schon treffen, okay. Wir stehen direkt davor. Wir müssen umhängen uns da treffen. Ja, wir stehen uns selbst davor. Das ist vom Primär geplant gewesen, dass wir nicht unbedingt hinkommen. Batman ist echt, aber das ist doch normalerweise eine Bar gewesen, oder? Ja, und sonst, dass Little Acer immer noch gibt, aber wir können da gar nicht rein. Ja, ein bisschen schade. Einige Sachen wurden ja schließlich auch ausgegraut aus dem Spiel. Deswegen. Kann man wahrscheinlich hier warten. Wir können. Ja, wir wollen kommen. Ach, die Schütze sogar schon. Muss ich ein Foto von dir machen? Spielzeug, aha, Senpai. Eine Chrom. Ist auf jeden Fall sehr begeistert, Mädchen. Okay. Oh. Minato-chan, du bist ja heute gar kein Kamulop. Naja, das Ganze war ziemlich spontan. Und ohne Erlaubnis darf ich damit nicht auf die Bühne. Ich hab es schon herausgefunden. Na, na. Das könnte vielleicht sogar gut für uns sein. Aber ich will trotzdem auf die Bühne. Wir haben doch ein bisschen Zeit, aber wollen wir schon einmal hingehen? Fangen wir es an. Ja, gehen wir. Zum Fiatasuke, oder? Hi. Genau. Sind wir wieder Arm in Arm, oder was? Ah, okay. Und sie ist auch direkt wieder los. Vor allem ist jetzt auch wieder extrem voll. この前も一緒に歩いたじゃないですか。あれはミナトちゃんと歩いたというよりも、カムロップと歩いた感じだし。あ、そうか。そう考えたらまたなんか緊張してきました。さっき見たラーメンの模型かぶりやすそうだったな。俺、ラーメンの隣歩くの嫌なんだけど。 Sie sehen ja aus wie eine, die wir mal gedatet haben. Doof gesagt. So, Eva, Kombi mir, du sind.
必要だよね。あ、確かにどうしましょう。ヘッドショットレバーズとか。それどういうセンス？君たまに怖いね。ハウスオブザデッド2を今ドリームキャストでやっていまして。なるほど。いい趣味してる。あとは、ブナナトとかと、ヤガミ&ミナトとか。うーん、語呂があまり良くないな。ヘッドショットラバーズは無駄に語呂がいいね。時間もないですし、ヤガミナトとかでいいんじゃないですかね。なんか急に適当になったな。まあいいか。ヤガミナト。 Ja, dann haben wir so kleine nette Gespräche, die sie einfach nur in der Hand halten hier. Aber wenn sie sich ganz hier rein treffen, war gut. Ach ja. Amorutsch über Nacht. Ich hätte eigentlich erwartet, glaub, dass jetzt hier noch ein paar Nebenfälle vielleicht wären, weißt du? やたら大きな優勝カップ。はい、正直置き場に困ると評判で、優勝したコンビのどちらが引き取るかで喧嘩になるとか。積み作りなカップだな。皆さん、見た？見たに意味が分かるだ。 Wordless Emotion Power. Club Sega. Aber das Festival ist ja immer hier. Das ist nichts, wofür es ist, ne? Wir haben dafür 50.000 Yen bekommen, Alter. Okay, ich glaube, ich habe die Witze ganz gut drauf. Aber ein Gefühl für das Timing kriegt man nur durch Übung. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen irgendwie improvisieren. Gehen wir einfach unser Bestes. Okay, das reicht jetzt von dir. Vielen Dank, Leute. Die Konkurrenz dieses Jahr ist ziemlich stark. Du bist so still, Minato-chan. Alles okay? Hat sie die von Yagami geklaut? Klamotte oder was? Ah, schön. Was? Wie? Muss mal in meinen Show-Modus wechseln, oder? Komm schon, Minato-chan. Heb dir die Späße für die Biene auf. Willst du aus deinem Schneckenhaus, geht das am besten, wenn du deine Leidenschaft und dein Talent mit der Welt teilst. Aber du selbst nicht in einem echten Schneckenhaus. Bleibst du aus Recht. Ich weiß, dass man so nicht leben kann. Vor allem, wenn man kreativ sein will. Auch wenn es nur Witze sind. Ich mache es. Ich werde erwachsen, verdammt. Yagami-san, du schwörst, das zu bezeugen? Oh. Natürlich. Schließlich werde ich den Platz im Haus haben. Okay, also los. Triumph oder Tod. Wenn er sagt, ihr werdet den Platz im Haus haben. Kann man schon falsch verstehen, oder? Hi, domo. Hallo Leute! Yagaminato. Wir sind Yagaminato, weil wir Yagami und Minato heißen. Wenn ihr da irgendwas hineindeutet, dann bitte nur unsere Namen. Sag mal, Minato-chan, hier sind heute ganz schön viele Paare. Ja, stimmt. Naja, es ist ja auch bald Weihnachten. Es haben total viele Einkaufstüten dabei. Siehst du das? Oh. Ja, schau mal. Ja, einer Typ, der hatte nur eine einzige winzige Tüte. Glaubst du, er hat einen Verlobungsring gekauft? Ziehen wir mal keine vorherigen Schlüsse. Vielleicht ist es ein Selbstzerstörungsknopf. Hä? Bitte was? Was ist... Das ist kein feuriger Schluss? Du denkst, ja, krasses Zeug, Minato-chan. Aber vielleicht legen wir einen Zahn zu, falls es doch noch einer ist. Aber nein, es muss ein Verlobungsring sein. Überleg doch mal, wie viele Heiratsanträge es zu Weihnachten immer gibt. Oh, das klingt einfach romantisch. Wenn das bei mir mal jemand macht, dann sage ich bestimmt automatisch ja, ohne doch vorher nachzudenken. Ich frage mich schon länger, wie das wäre, an Weihnachten einen Antrag zu machen.
Wollen wir das mal kurz durchspielen? Nein, warum sollte ich das bitte machen? Nato-chan. Oh? Minato-chan. Ah, kleiner Witz. Schauen wir mal, wie unser Weihnachtsantrag ablaufen würde. Okay, wir sind also im Restaurant. Ich muss den Tisch schon vor 6 Monaten reservieren. Oh, das nenne ich mal schick. Ich wusste gar nicht, dass du so viel Stil hast. Naja, wenigstens gefällt es dir. Und Minato-chan, willst du mir die Ehre erweisen? Warte mal, ein Kamehameha? Was zur Hölle? Das ist, musst du sagen, was zur Hölle? Danke, tut mir leid. Ja, ich war was zur Hölle? Mach denn bitte mit einem Kamehameha einen Antrag. Naja, ich meine, es ist nicht die Pose für die Höllenspirale. Welcher Move kann das denn sonst sein? Man muss die ein Special Move sein. Warum kennst du diese ganzen Moves überhaupt? Das ist eine Ringschachtel, du weißt schon, die Aufklappdinger, in dem der Verlobungsring steckt. Ach so, dann sag das doch. Okay, ich gebe dir eine Chance, noch eine Chance. Oh, super. Danke. Hallo. Dieser Ring ist für dich. Ich hoffe, er gefällt dir. Was? Heißt das etwa... Minato-chan, willst du mich heiraten? Mit Vergnügen, Schatz. Bist du jetzt etwa Kellnerin? Oh, stimmt. Bist du etwa Kellnerin? Wer antwortet denn so auf einen Heiratsantrag? Keine Ahnung, ich bin nervös. Ich wollte einfach locker klingen. Das klang aber eher nach einem Verkaufsgespräch. Ich bitte dich. Oh, ist der Ring aber schön. Und der Diamant ist riesig. War der nicht wahnsinnig teuer? Ungefähr 1 Million Yen. Aber das ist nichts im Vergleich zu meiner Liebe zu dir. 1 Million Yen? Das heißt, du hast 300 Monatsgehälter dafür bezahlt? Das, verdammt, ich bin pleite. Vielen Dank, Leute. Ah, nein. Dann sagen wir erst am Ende. Wir haben noch ein paar Nummern. Oh, tut mir leid. Verdammt, ich bin pleite. Ich brauche noch einen besseren Job. Okay, woher soll ich das denn wissen, die Testbuch dieser Comedy drin nicht drin. Okay, Schluss damit. Also der Antrag war erfolgreich und jetzt müssen wir zu deinen Eltern. Weißt schon, deinem Vater um die Hand anhalten und so. Am Anfang sind die ganzen ganz streng und kritisch. Du musst sie erst überzeugen, bla bla bla. Klingt doch, als könnte es Spaß machen, oder? Okay, dann mal viel Erfolg dabei. Was hättest du denn sonst vor? Jetzt komm schon. Was mache ich denn nur mit dir? Also schön, versuchen wir es. Da muss ich dich eigentlich zu allem zwingen. Ach egal, fangen wir einfach an. Ich möchte gern um die Hand ihrer Tochter anhalten. Hey, das ist mein Text. Du hast mir meine Rolle gestohlen, Minato-chan. Du hast mir doch gesagt, dass ich sie erst überzeugen muss. Oh, stimmt, ja. Entschuldigung. Moment, ich muss also die Tochter spielen? Als Schauspieler darf man nicht wählerisch sein. Das gilt man als Diva. Außerdem glaube ich, dass ich das besser spielen kann. Mhm. Aha, und warum? Der Freund meiner besten Schwester hat das mit meinem Vater wirklich durchgemacht. Oh, du hast also mal mit eigenen Augen gesehen. Okay, dann hast du es ja praktisch erfahren. Gut, du spielst den Freund, ich den Vater. Alles klar, den Freund. Wusch! Wie? Was? Das hat dein Haus eine automatische Tür? Was? Wieso das denn? Ist doch kein Laden oder so. Ach nicht? Komisch, was stellt das dann gerade für eine Tür da? Tür sein erst. Ich kann ja nicht mit leeren Händen bei deinen Eltern auftauchen. Ich brauche ein Geschenk. Also muss ich erst in den Convention Store. Hä? So genau willst du das ganze spielen? Warte mal. In den Convention Store? Ehrlich? Da kaufst du dein Geschenk? Du hast ja keine Ahnung. Alte Leute fahren total auf den Süßkram aus den Convention Stores ab. Man muss wissen, wie man sich einschleimt. Okay, du
aufpasst, ja, ein ziemliches Insiderwissen. Ja gut, gehen wir einfach endlich zu deinen Eltern. Okay, zurück in die Rolle. Ich bin der Schwiegervater. Papa, das ist Takayuki Yagami. Ja, wir sind seit einer Weile zusammen und möchten heiraten. Ich liebe ihn immer alles auf der Welt. Guten Tag, ich bin Takayuki Yagami. Ach, mich spielst du also auch? Werter Herr, ich möchte um die Hand ihrer Tochter anhalten. Niemals, sie sind nicht gut genug für mein Kind. Werter Herr, bitte, fassen Sie sich gnädig ein Herz. Gewiss bin ich ein einfacher Mann, doch ich liebe Ihre Tochter innigst. Haben Sie mich nicht gehört? Ja, und wie Sie bekommen Sie nicht, verschwinden Sie. Werter Herr, ich bitte Sie. Jetzt musst du mir ein Stichwort liefern, lass mich nicht hängen. Ja, Entschuldigung. Welche Jahr sind wir? Gewinnen Sie uns zu haben automatische Türen, aber du redest so? Oh, dann ist das nicht gut. Ich wollte nur höflich sein. Ich dachte, dann habe ich bessere Chancen. Versuch dann mal in diesem Jahrhundert höflich zu sein. Das war ja fast, als würdest du deinen Antrag absichtlich sabotieren. Oder hat der Freund von deiner Schwester das etwa so formuliert? Das hat er. Ich weiß das noch ganz genau. War dabei. Mann, was ist denn deine Schwester für eine, dass sie so einen Typen geheiratet hat? Oh, nee. Meine Schwester ist wieder Single. Es war also wirklich Sabotage. Also gut, das war's. Aber halt nicht sehr gut. Das war irgendwie interessant mal. Ich glaube, das habe ich verbockt. Ach, wir könnten ja auch nicht proben. Ist doch klar, dass wir es nicht umwerfen wird. Ich war auch nicht in Topform. Weil die Hauptsache ist, dass wir richtig Spaß gemacht hat. Ja, mir auch. Du hast Leute gesehen, die haben alle gelacht. Mann, waren da viele Leute. Alle haben mich angegrinst. Habe ich gesehen, aber sie haben längst nicht so gegrinst wie du jetzt gerade, Minato-chan. Ja? Du hast dasselbe Grinsen wie auf der Bühne im Gesicht. Deine Mimik war sowieso super, sehr selbstbewusst. Du hast es wirklich weit gebracht. Du bist nicht mehr das weinende Mädchen im Kostüm. Ach, hör schon auf. Was soll denn das plötzlich? Musst du etwa dein Kostüm wieder reinzuspringen? Nein, ich schwöre es. Ah, tut mir leid. Okay, Leute. Unsere unglaubliche Panzerduo sind alle aufgetreten und wir haben jetzt die Stimmen ausgezählt. Oh. Jetzt geben sie den Sieger bekannt. Wer ist so gewinnt es ja und sagt den super duper fantastischen Preis ein. Was, da hast du recht, das Ding ist total lächerlich. Ich habe nur eine kleine Einzimmerwohnung. Ich weiß gar nicht, wo ich schlafen würde, wenn ich das Ding mit nach Hause nehmen müsste. Das lustige Fest in der Minato-Paar ist Yagaminato. Yagaminato? Wir? Ja, ich glaube schon. Ach komm. Na los, kommt auf die Bühne, hopp. Ein bezauberndes Manser-Ehepaar. Wollt ihr euch bei jemandem bedanken? Yagami-san. Ich, oder? Was war das? Okay, interessant. Yagaminato, Leute, bis zum Ende witzig. Noch einmal einen fetten Applaus. Oh. Der Wettleistung haben wir es geschafft. Oh. Yagami-san? Wer das wohl ist? Ja, tut mir leid. Ich wollte eigentlich Yagami-san sagen, aber ich habe mich versprochen. Tja. Hat uns ja zum Schluss noch einmal einen schönen Lacher eingebracht, oder? Ich meine, ich bin in so wichtigen Situationen verbocke ich alles einfach. Aber egal. Das ist eine ziemlich große Trophäe. Und sie gehört ganz allein dir, Minato-chan. Als Symbol dafür, wie mutig du warst, auf die Bühne zu gehen. Oh ja, Gimstan. Da hast du dabei echt eine charmante Möglichkeit gefunden, mir das Ding aufzuhalsen. Erwischt. Das war's. Es ist schön, dich so lächeln zu sehen. Wie? Meinst du das ernst? Ja. Als wir uns kennengelernt haben, konnte ich ja nie dein Gesicht sehen. Du warst immer nur Kamulop. Stimmt. Also, Yagami-san, da
Glaubst du, es hat gereicht? Ich meine, ich habe bei dem Wettbewerb mitgemacht und sogar gewonnen. Glaubst du, das reicht, damit ich aus meinem Schneckenhaus komme? Fühlt sich nämlich irgendwie nicht so an. Ja, würde ich schon sagen, dass du dich verändert hast. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal jemanden, der sich nicht aus seinem Kostüm getraut hat, einen Bühnenpreis gewinne. Wenn man erst einmal erwachsen ist, ist es viel schwerer, aus seinem Schneckenhaus zu kommen. Es gibt jede Menge Menschen, die sich, wenn man daran gewöhnen. Du bist anders. Du hast es nicht ignoriert und runtergespielt, sondern dich zur Sache gestellt. Dadurch hast du viele Leute ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das ist wirklich beeindruckend, auch wenn es nur für einen Tag war. Ich bin stolz, dass ich ein Partner sein konnte. Aha. Vielen Dank für alles. Aber Yagami-san. Ich muss etwas sagen, Yagami-san. Ich glaube, ich muss es machen, um den letzten Rest Schneckenhaus abzulegen. Aber ich bin einfach noch nicht bereit dafür. Aber irgendwann versprochen. Kannst du noch ein bisschen warten? Ja, natürlich. Danke nochmal. Und jetzt verschwinden wir von hier. Ich friere den Hintern ab. Soll ich dich zu deinem Taxi bringen? Oh ja, das wäre nett. Ja. Im Preis, ne? Ja, ja. Die sind einfach erst vergessen wollten und dann einfach stehen lassen. Ja. So. Was steht hier irgendwas? Wo steht hier eigentlich meine Dose? Ich nur da manchmal umstoßen kann. Ah, jetzt reden sie. Mein Controller ist schwach. Nein. Ihr könnt nochmal auf ein Date mit ihr gehen, theoretisch. Ja. Können wir machen. Sagen. Kriegen wir sie auch noch voll. Wenn nur den beiden nehmen zu. Okay, vielleicht auch noch ein Liebesgeständnis von ihr. Dann haben schon mal zwei Freundinnen von vier. Es geht schon wieder um Essen. Es geht immer nur ums Essen. Ach, Linda. Aber die Gegner müssen sehen. Quatsch mir zu lang. Die haben mich nicht gesehen, komischerweise. Diese Ernste von vorne an, ach, dann leck mich doch. Ihr kommt her. So. Zack. So. Mal eben. Waren wir hier schon dran? Hallo. Hast du dir schon gegessen? Ja, aber du hast das dabei. Nur dreimal? Na gut, dann. Ach, da oben steht's, was das ist. Schwer zu finden. So, also vollgeheilt und dann Fettstuff finden, hoffentlich. So. Ich mag den Boxmodus echt sehr gerne. Ich hab mir sogar einen Eisenteller. Nett von ihm. Bronze, Bronze, Bronze. Okay. Zur Seite, ihr Bitches. Das ist mein Geld, was hier auf dem Boden liegt, klar. Ich würde niemals so einen Kehr hinkriegen, glaube ich. Weil die Stimme dafür einfach viel zu tief ist. Okay, passt. Nice. Wo wir auch bald nicht mehr brauchen, ne? Nachdem wir erfolgreich wieder bei unseren Nebenmissionen sind, sag ich mal. Dann wechseln wir mal zum Kranich. Oh. Ja, könnten wir
nicht einfach so weg. Ja. Ja. Er war weggekloppt. Schon wieder. Zack. Was ist das? Das steht für nur meine Zeit. Schätze finden, ganz viele Schätze. Ah. Aha. Hat gehört ja schon mal. Bronzetelle auch okay. Und zwar kriegt man Geld wieder rein, ne? Bei dir schon befuttert eigentlich? Oh, du hast auch Schätze finden dran. Du kannst sogar mehr machen jetzt. Okay, komme ich gleich drauf zurück vielleicht. Punkte gemacht. Ist nichts drin, ernsthaft? Ein Zweig. Wow. Technisch ist es echt hier mau gerade. Können wir mal fragen. Guck mal, jetzt sieht da plötzlich aus. Ah, plötzlich alles voll, oder? Natürlich. Was ist denn das? Oh, ein Goldteller, nice. Ist ja gelohnt, da reinzugehen. Ja, noch ein Zweig, wow. Ah ja. So. So. Komm, den will ich noch, will ich noch. Ah, noch so gekriegt. Okay, gut. Ja, wir können nur bei dem verkaufen gerade, ne? So, mal eben dahin. Ich hole jetzt nicht nochmal was, weil sonst müssen wir ewig unterwegs. Alles drauf. Na, ich eh nichts mehr schaffen hier. Wieso ist das denn nach der neuen, diese neue Physik einfach alles durcheinander fliegt? So. So. Einfach rollen. Ja. Da kommt ein Buttermann rein. Hallo. Ist der Riesenknolle. いらっしゃいませ. Oh. Guck, der verkauft nur Alkohol. Verkauft einfach nur Alkohol und trotzdem. ありがとうございました. Trotzdem bin ich als Bar geführt. Ah. Heilen die auch nicht, stimmt. Ne, das war nur, weil das ein besonderer Ort ist eigentlich. Aber der bis jetzt irgendwie noch nicht so ein besonderer Ort für uns geworden ist. Ich kann dazu sagen, ne? Oh, und wer rollt? Und wieder nicht dann gleich. Da kriegen sie genau ein Taschentuch rum drauf. Geil. Hallo, will ich mitnehmen? Will ich immer mitnehmen? Leere Flasche. Ich wollte eh nochmal vorbei, stimmt. Falls wir die Nacken auf Auftrag bekommen haben. Ja, hier, was ist? Ja. Ja, wenn ihr ein Zeichen habt, dann wisst ihr, was ist. Oh. Sie gibt mir ein paar tausend Geld.
Okay. Okay, von dir. Jetzt gehen wir von diesem Kätzchen. Ein Skorpion. Hm. Und wenn man 100 Geld. So. Und der fällt noch nicht annehmen, schade. Willst du mir auf meine Couch legen eigentlich? Ne, darf ich nicht. Schade. Na gut. Ich dachte schon, wir sterben gerade. Also wir backen irgendwie jetzt durch den Boden oder so und kriegen 40 Millionen Schaden. Also ein Scheiß. So, hallo. Das nicht mehr rumliegen, ha? Pachinko Ball, aha. So, ich möchte verkaufen, Junge. Mal hier meine Eisenteller. Hm? Fast 2,9 Millionen wieder. Junge, Junge, Junge. Okay, gut. Dann haben wir ein paar Skills zu machen. 14.000, ne? Gehen wir hier, wo wir den einen noch haben, den hier, ne? Zack. Skill-Profi. Erlernen 100 Skills. Hä? Wir haben schon 117, aber egal. Wahrscheinlich wegen Boxer. Zählt das noch nicht, ne? Ja. Boxer ist halt DLC. So, den müssen wir freischalten, müssen wir ein Skillbuch für kriegen. Und hier müssen wir auch ein Skillbuch für kriegen. Und hier, ja, können wir halt eben, wenn wir 40.000 über haben. Ich glaube, wenn ich 40.000 über habe, werde ich hier nochmal rein investieren. Obwohl, ja. Gerade noch nichts hier so wirklich, ne? 80.000 für einen Angriffsboost. Ein Kranich kann man noch was skillen. Okay, dann gucken wir mal. Bei Kranich, da hat er noch was mit 2,5, ne? Ja. Warte mal hier. Zack. So. Wenn wir uns immer prügeln, können wir sogar nochmal einen Skill machen. Was ist schon mal prügeln da? Können wir nochmal noch einen Skill beim Kranich machen, eben schnell. Boom. Guck mal, kriegen wir 1000 Yen. Es gibt immer nur 1000 Yen. Aber Teil 1 kannst du wenigstens ein bisschen was mehr verdienen. Reisenteller nochmal. Cool. So, Kranich. Dann haben wir hier. Haben wir noch einen? Und da haben wir noch einen, okay. Mal die 2500 des Skills alle mal weg irgendwann. Ein Kieselstein, da geht's hoch. Geht's denn hier hin? Ist das das, wo das Café oben ist? Hier? Scheinbar ja. Hoppala, hoppala, ich komme irgendwie nicht in den Laden rein, Entschuldigung. Haben Sie was Nettes für mich? 3x Yen, kann man Schätze finden. Wie mich das denn kosten? Ja. 2000 Geld. Na komm. 2000 nehme ich nochmal mit. Itadakimasu. Dankeschön. Oh, fängt das hier schon an in seinem Laden? Jawohl. Direkt hier in seinem Laden sogar, ne. Milchglas. Er braucht ein Milchglas. Oh, es regnet kaputte Pflanzen. Silberteller, sehr schön. Zack, noch ein Silberteller. Milchglas. Milchglas ist ein Wertgegenstand. Ganz doof befragt. Bin ich einfach nur mit billigen Sachen abgespeist hier gerade. Goldteller, nice. Man hat sich das auf jeden Fall jetzt schon wieder gelohnt. Man muss wirklich schon nicht auf, diese, auf der Suche sein, damit sich das nicht lohnt. Sag ich mal. Also sobald du ein bisschen suchst, lohnt sich das eigentlich schon, das zu machen. Würde ich jetzt sagen. Hier ist nichts, was? Monsterteller. Hier drin ist auch nichts. Boah, was für eine Verarsche. Was für eine Verarsche. Ich sag was. Gummi, okay. Oh.
irgendwie bleiben die Schätze geradeaus, ne? Denke ich mal. Schon mal uns abgehängt. Da waren wir den wohl zu flink. Ja, geschmeidig auf Auto gestiegen, die Army. Ganz geschmeidig. Silbertür nochmal, sehr schön. Ups. Bronze mit. So. Gute Meinungsverstärker da. So. Also du suchst immer noch. Naja. Hallo. Such wohl in der Wand, ne? Ganz bestimmt sucht er in der Wand. So, haben wir noch was Schönes. Ein Bronzeteller. Ja, hier werden wir wahrscheinlich weniger fündig werden. Ich kann schon einfach hier lang gehen, weil dann kann ich mich direkt wieder verkaufen. Und Spielpass, sehr schön. Hier noch was. Mal im Laden, ne, nix mehr. Schade. Ne? Nun gehen wir noch einen Stoff verkaufen. Wahrscheinlich so 100.000. So, ich möchte verkaufen. Nimm mal meine Silberteller. Die Dinger kannst du auch haben. Essen, ja, hier nimm. Und Gold kriegst du auch noch. Ja. Wirklich die 300.000, 3 Millionen wieder geknackt. 100.000, ey. Ich rechne, ich muss schon eine Million rechnen, ey. Kann man zu Geld Skillpunkte kaufen? Mal ganz doof gefragt. Da sehe ich ja nicht mein Geld. Ist irgendwo mein aktuellen Geldstand? Nur mal ernsthaft, jetzt kann ich irgendwo meinen aktuellen Geldstand sehen? Gibt's neue DLCs? Ach, da unten, ja klar, sehe ich da. Unten rechts. Ist manchmal so blind. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann machen wir nochmal ein Date mit unserer. Mit dem Kamulop. Und dann ja, schauen wir mal einfach, wie sich das Ganze entwickeln wird. Hey Jungs, ich hab schon angefangen. Hallo. Muss aber die anderen mal jagen. Jetzt sucht ihr mich aus. Hab's auch gut. Und den beiden da jetzt? Den möchte ich jetzt noch bekämpfen oder. Guck dir einfach nur. Um. Und zack. Erledigt, gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.